dazu mal vielen, vielen Dank an, erstmal an die Stiftung Mensch, an die Menschen mit Behinderung, die eben seit Jahren ja schon unser Merchandise dementsprechend logistisch betreuen und auch jetzt natürlich in der Pandemie immer wieder mit Lockdowns leben müssen oder generell mit Einschränkungen leben müssen, weil sie natürlich dementsprechend Risikogruppe hoch 10 sind, die auch jetzt hier vor Weihnachten alles geben, um Sachen rauszukriegen, eben auch, dass mit alle das unter Weihnachtsbaum ihr Backenpaket haben. Wie gesagt, aktuell dürfen sie alle arbeiten und sind auch arbeiten auch in 3 Schichten, damit alles rausgeht eben auch. Und ja, natürlich im Sommer ist da nicht alles optimal gelaufen, weil eben die Problematik war, dass wir dort eben nicht dementsprechend die nicht alle so arbeiten konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und aber wir wollten auch nicht den Fulfiller wechseln, weil sind ja nun auch logischerweise den unseren Leuten dort eben treu und loyal und ja, haben dann gesagt, okay, dann kriegen wir lieber die Prügel ab, bevor wir eben jetzt hier den Dienstleister Anführungszeichen wechseln. Und das haben wir auch durchgezogen und auch, wie gesagt, Thomas hat was zu sagen, auch nochmal ein Riesendank an alle, die da eben wirklich Geduld hatten. Ich sage nicht mal, das wäre sicherlich bei anderen Kollegen wäre es anders gelaufen, aber eben, wie gesagt, da wir ja nur die besten Fans der Welt haben, haben sie auch verstanden, dass wir eben hier eben auch eine besondere Situation hatten und dementsprechend alle eben, ja, da leider viel Geduld haben mussten. Holger hat eigentlich alles echt auf den Punkt gebracht. Wir wollen mit der Stiftung Mensch weiterarbeiten. Wir finden, das ist absolut richtig und wichtig. Die haben auch in den vergangenen Jahren einen riesen Job gemacht. In der Tat, also es lag auch nicht nur an Stiftung Mensch, sondern uns hat die und das ist ja geil, ja, also das muss man ja wirklich nochmal, also einen riesen Dank, dass ihr so viel Merch und T-Shirts bei uns bestellt habt. Das hilft uns natürlich auch weiterzumachen und durch diese schweren Zeiten zu kommen. Das hat auch beim WWW, ja, ich meine, das muss man sagen, der Rock'n'Roll wird nach wie vor nicht mit Subventionen überhäuft und das Ganze drumherum beim WWW haben bei uns wieder die Fans eigentlich selber finanziert und da könnt ihr euch alle echt auf die Schulter klopfen. Also ihr macht das möglich und nicht irgendjemand anders. Also das muss man eben einfach ganz klar sagen. Ja, nochmal, hat Holger ja schon gesagt, nochmal ein riesen Sorry, wenn Pakete wirklich teilweise echt monatelang gedauert haben. Und dass ihr die dann trotzdem noch angenommen habt, das kann man euch gar nicht hoch genug anrechnen. Ich glaube, ja, das macht keine andere Community. Ne?